Speicher. Hallo Leute, da sind wir wieder. Wir sind in Bahrain. Yay, Freude kommt auf. Nachdem ich keine Punkte bekommen habe, hoffe ich doch jetzt mal, dass ich wenigstens Minimum einen klitzekleinen Punkt bekomme. Ja, Justin hat ja am letzten Rennen gut abgeliefert. Hut ab. Danke. Und ist ebenfalls ja, wieder mit dabei. Gestern war bei Tobi, was heißt gestern? Für euch wäre das gestern. Für euch wäre das gestern genommen. Desaster bis auf eine 1000. Hoffen wir mal, dass er hier Punkte holen kann und ich auch natürlich. Also maximal ein Punkt ist Pflicht für mich. Ja. Oder zumindest mal ins Ziel kommen. So, wie machst du das? Rot oder gelb? Ich fahr rot. Ich. Ja, wenn er schon voll kann. Wenn schon, denn anscheinend werden jetzt auch öfters Videos kommen. Mhm. Oder Tobi? Richtig. Zeit habe ich jetzt erstmal. Ich muss nur gucken, ich muss diesen Monat noch einiges planen, weil ich habe nämlich diesen Monat auch Geburtstag. Und ja, da muss ich mal gucken. Nee, wo ist der dich gezwungen, jeden Tag aufzunehmen? Nein, aber man muss es schon so ein bisschen in Grenzen schon mitdenken. Also, ja. Wie gesagt. Hä? Warum habe ich jetzt meine Linie aus? Sieht nicht aus, oder? Apropos, wo du es gerade sagst, ja, genau. Fahrhilfen? Ha, Bremsassistent. Mein Bremsassistent war wieder auf Mittel. Hat er sich einfach umgestellt wieder. Weil ich kann euch schon sagen, Leute, wenn der F1 2017 rauskommt, kommt ihr vielleicht pünktlich zu Release sogar eine Folge. Hoffe ich mal, ja. Und wahrscheinlich sind wir dann so angetan vom Spiel, dass wir dann wahrscheinlich 2-3 Folgen am Tag vielleicht bringen. Je nach Zeit, ja. Ja, je nach Zeit. Wochenende natürlich am besten. Wochenende sowieso am besten immer, ja. Ich habe mich direkt verbremst. Aber da müssen wir schon richtig, also praktisch ohne mal kurz testen gefahren zu sein, einfach mal die Kurve so batsch fertig. Selbst vom Spiel überraschen lassen. Dann ist das, da ist die Überraschung noch größer. Der Spaßfaktor noch größer, ja. So Leute, dann gucken wir mal, was ich für die Zeit auf dem Asphalt knalle. Klar wird sowieso sein, selbst wenn ich jetzt kurz Paul ist ja schon weg. Ja, 1,32 kriege ich nicht. Oder? Nee. Da brauchst du ja Raketenantrieb beim Versuch. Ich hab die Runde schon wieder voll verkackt, ey. Ja, übertreib doch. Kannst du das mal bitte sein lassen? So, gleich fährst du ja noch 1,31 oder so. Ich fahr 34, 35 so rum. 34, 35. Neunter. Du bist auf P10 gefallen. Zehnter. Hier bist du schon gefahren? Ja. Yeah. Lol, da bist du denn schon gefahren? Wo du noch erzählt hast, bin ich rausgefahren. So. Wo bist du? Auf 4. Bei einer Runde mache ich noch, da bin ich mal gespannt. Ich
ich bin Elfter. Also mit Vorsinger kann ich echt mal schon kommen, besser als mit Ferrari. Das war, ach, jetzt ist ja, jetzt habe ich schon verkackt. Ach, dieser Schuss in der Kurve, ey. Hä, jetzt habe ich wieder Zeit gemacht. Das ist klar. Jetzt nicht mehr, oder? Krass, wie viel Prozent hast du schon? 18. 1,34,9 bin ich jetzt gefahren. Ich habe gesagt, na, 1,31 und da ist er wirklich. Aber was fahren die denn da bitte schon mit was für Zeit fahren die denn bitte schon auf Ultimativ, wenn ich mal fragen darf? Tja. Ja, Leute, die Grenzzone natürlich halt nicht so gut, dann machen wir einfach noch eine. Ich hab nur noch 3 Kilo und deshalb treibt schon wieder auf, aber Jeff, ey. Nimm dir Blumenkohl aus dem Mund, ey. Aber ehrlich gesagt, warum sollte ich jetzt noch Reifen verballern, wenn ich schon relativ zufrieden bin? Mhm. Schauen wir mal, Tobi. Du bist zurzeit auf PF. Das ist die 6. Reihe erneut. Das sind Blasen auf den Reifen. Ja. Krass. Ach so, du hast auch schon. Ich hab auch aufgegeben, oh, ja. Oh, ich bin 5. geblieben, Leute. Ich bin 17. 17. Was? Ich war schneller als der Red Bull. Lol. P17. 17. Ach du Kacke. Vielleicht kannst du ja einiges am Start rausholen. Haben die mich doch noch überholt, die Säcke? Weil ich holte ja einiges vom Start raus, Leute. Hoffe ich mal. Wenn sie mich wieder abschießen, ja. Müssen wir jetzt aufpassen. Strategie. Hä, ich verstehe es nicht. Weiß ist vorgeschrieben und der ist schon wieder rot-gelb. Aber mit Gelb ist doch immer knapp bei der Strecke, oder? Tobi. Musst du versuchen. Also ich fahre mit Gelb. Ja, ich bin bereit. Dann viel Glück. Dir auch. Ja, ich habe einen sauberen Start gehabt. Ich bin auch gerade. Oh mein Gott, ich bin im Sandwich. Ja, ich auch. Nein! Und ja. Frontflügel weg, Leute. Bei mir stand, ich würde blockieren. Ja, ich muss erstmal wieder 2 Fronts vor sich vorbeilassen. Ich hab Strecke. Oh, ja, Safety Car. Das hilft uns. Und was hast du? Schaden oder was? Nee. Oder hast du überlebt? Ich hab überlebt. Also, wie ich gerade weg. Das ist wieder lächerlich. Was die KI mit einem macht. Ja, überhol mich doch mal. Meine Herren. So von früher komplett weg, weil er so viel gepresst hat. Ich würde sagen, ich knall die sofort weiß drauf, oder? Musst du versuchen, wie du am besten klarkommst, ja? Sag mal, wenn das Safety Car reinkommt. Ich lasse den Computer jetzt fahren, dann kriege ich keinen Schaden. Warte, das überholt.
Ey, war der dumme Bot, das richtig wohl, habe ich 5 Ach Sekunden nee, Strafe bekommen. stimmt. Nee, stimmt. Das ist scheiße. Wenn ich jetzt den KI fahren lasse, dann sehen die Zuschauer ja nichts. Ich Muss ich habe 5 selber Sekunden fahren. Strafe bekommen. Ey. Ja, weil der Bot das richtig überholt hat, der Trottel. Ja, spielt jetzt die Karten das Safety Car, das ist klar. Ich glaube, ich überlege gerade, ob ich auf Weiß fahren soll. Oder doch auf Rot und danach noch mal auf Gelb, um wieder aufzuschließen. Dann würde ich das so machen, ja. Stehst du noch im Sektor 1 oder für. Ach ne, das ist Safety Car, da steht. Welchen Platz bist denn du? Ach, vor mir. Ja, Leute, jetzt war wieder ein Schuss in den Ofen, dank der KI. Ich bin eigentlich sehr gut vom Start Boah. und auch genug Platz gelassen. Aber die KI hat sich gedacht, nö, nö, der lassen wir nicht vorbei, oder? Der darf nicht nehmen, und zwar. 2 Minuten 5. 2 Minuten 7. Neunzehnter. Zehnter. Ein Punkt. Yay, ein Punkt. Nee, ich bin auch praktisch außen im Sandwich gewesen und hab gebremst, gebremst, gebremst. Und irgendwann sah ich vor mir, dass alle Autos anhalten. Ich auch voll in die Eisen. Und dann stand ich riegelwidriges Blockieren stand dann da. Und so habe ich aufgeschlossen. Beziehungsweise überholt. Safety Car spielt mir ganz gut in die Karten, ja. Boah, 19. Alter Schwede. Oh, er ist der erste Safety Car in der Saison, er ist schon im zweiten Rennen. Nur leider sieht man es nicht von uns aus. Best wäre es hier, wenn das Safety Car reinkommt und batsch, alle so vorbei raus auf der Karte. Wenn alle in die Box gehen dann praktisch, das wäre geil. Aber meine Reifen sind noch relativ frisch. Lol, ich habe da meine Abkühlungsreifen qualifiziert bekommen. Das Safety Car könnte ruhig in die Box kommen jetzt wieder. Das sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturzflut entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Das sollte nicht regnen, weißt Bescheid. Ja, warum sollte es auch mal regnen, wenn schon schneit? hast du so einen Schlitten unterm Auto? Genau. Kufen an den Seiten. Tobi, er darf auch irgendwie nicht vergessen, seinen Reifen noch warm zu halten, oder? Mach ich die ganze Zeit.
glaube ich auch. Die Bremsen auf jeden Fall auch. Jetzt hast du die Arschkarte gleich gezogen. Wer allein wollte schon hinten reinfahren bei mir? Jetzt können die echt mal reinfahren. Ich habe 100 Grad auf den Reifen fast. Ich habe 97. Mhm. Ich auch so 97, 96. Bremsen bei 700 Grad, ey. Alter Schwede. Die Vorderbremsen, die Hinterbremsen sind kalt. Wie sind die Hinterbremsen im Vergleich ein bisschen wie die Vorderbremsen? Ne, bei mir nicht. Ich bin voll im Spritsparmodus unterwegs. Ich auch, bin auf dem Radio. Ich auch. Ich hab für 7 Runden Sprit dabei gleich. Das heißt, ich könnte fett fahren, ohne Ende. Zehn habe ich am Reifen. Abnutzung. Jetzt kommt immer die Strategie an. So, so ein Hampelmann, Jeff. Nö. Er will mich auf mich schicken. Muss auch so. Safety Car kommt in dieser Runde rein. So spät gerade, weil bin ich wieder voll rein gedonnert. Halber voll Vögel. Ich überhole dich schon. Ich hab Button auch schon überholt. Ich hab keine Strafe bekommen, weil ich Button überholt hab. Das hat was gekriegt, als ich die Bremsen warm gehalten habe. Ja, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich werde gerammt. Toni. Ist schon wieder ein Safety Car. Ich wurde gerammt. Ey, das Rennen kann ich in die Tonne kloppen. Konzentriere mich gerade voll. So, die ersten fahren an die Box. Ich ebenfalls. Was willst du mit dem Frontflügel machen? Nix, nö. Oh, hab auch noch eine Stop-and-Go-Strafe bekommen. Hab ich ja gar nichts von gewusst. Auch noch. Ja, stehe ich hier 19, 20, wahrscheinlich 25 Sekunden oder so. Ja, 15 Sekunden stand ich. Ja, 5 Sekunden dürfen die ja nichts machen am Auto. Oh,
jetzt habe ich schon so auf von hier. Boah. Wie willst du das schaffen? Hast du noch gar nicht in der Box? Nein. Okay, wann fährst du rein? Gucken. Gleich irgendwann. Noch sind meine Reifen gut. Ich bin Dritter. Dritter? Mhm. Nicht schlecht. Muss mich aber gegen Button wehren. Echt scheiße, Start lief eigentlich perfekt, außer als ich weggeschubst habe, praktisch bei oder. Und dann hier wieder nach dem Safety Card. Safety Card, wahrscheinlich Safety Card. Safety Car. Wurde ich auch wieder, aber das ist doch zum Kotzen. Eine Runde fahre ich noch. Der attackiert mich voll und kommt nicht vorbei. Ich lasse den noch nicht vorbei so schnell. Also der muss aber schon abräumen, dass er vorbeikommt. So, dieser DS-Zone schafft das nicht. Jetzt kann er mich nur in der Bergaufpassage abräumen. Ich darf einmal die Seite wechseln, darf ich backen. Könnt ihr hier so reinfahren, Button. So, ich fahre in die Box. Der kommt mit, das ist schön. Kommt noch einer mit? Perfekt. So, und jetzt zack, zack, Reifenwechsel, Jungs. Zack, zack. Komm, 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 komm. Perfekt. Ich bin vor Button. Ich bin Elfter. Ich bin Zehnter. Ich bin Zehnter. Noch. Komm, 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 lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus! Nein! Alonso und Raikön vorbei. Zwölfter. Button ist auf denselben Reifen wie ich. Wo bist du? Ja, 19. Was denn? Ey, ein Platz aufgeholt immerhin. Mhm. Bitte, wir ein geringes Regelrisiko. Das ist ein Bescheid,
Button kommt ganz schön dran, ey. Leute, ich habe es nicht gut quert, hat super soft und ich habe Medium. Der kann gleich ordentlich pushen. Ich muss mich mal hier aus dem Staub machen. Vor mir sind einige in die Box gegangen. Ja, war gar keine schlechte Auswahl. Ich glaube, wir hätten jetzt einen Renault. Wie soll ich das denn aufholen? Ich habe mich verbremst. Ich wäre so am Viertel vorbei gewesen. Aber jetzt habe ich mich auch in der Haarlein verbremst. Mhm, ich auch in der ersten Kurve direkt. Nicht schlecht, von 17 Sekunden jetzt nur noch auf 2 Sekunden Rückstand. Mhm. Ach Leute, was soll man dazu noch sagen? Ich bin 12. Aber ich sehe sie wieder, die KI. Ich komme nicht ran an Vettel. Wie, ist er schon so weit vorgefahren? Mhm. Frischere Reifen. Plus Verbremsung in der ersten Kurve. Button kommt dran, Button hat DRS. Der fährt hinter mich rein, fährt der. Ernsthaft? Hm? Hat er sich gedreht wenigstens? Nö. Das werden noch 3 harte Runden gegen den. Aber mir wird hier nichts mehr. Außer vielleicht 18. Ich bin aber den 18. dran, yay! Hab mich herangekämpft. Ich halte Button extrem auf. Dass das gut gegangen ist, ja, wir haben Trab repariert beim Bauenmanöver. Abstand zu Alonso 2 Sekunden. Harter Zweikampf um P12. Tobi, vielleicht könnte es ja doch noch was werden. Das ist 15. oder 16. Ich nehme mich wieder 1,6 Sekunden auf. Ich halte die auch auf. Ich komme ja nicht weg von denen.
habe zwei Autos hinter mir mittlerweile. Mittlerweile habe ich jetzt nur noch Gutierrez in Haas hinter mir. Scheiße. Aber hey, P12. Nicht schlecht. Von 17. Ja, die beiden Sauber könnte ich mir noch packen. Da sitzt er. Nassau. Ich versuch's. Ja, leichte Überprüfung, aber... Adios, oder? Hat sich gedreht, hat er verdient. Scheiße. Wenn du hier hinten reinfährst. Da wollte der Haas innen vorbei. Oha, guck mal, 1,34,017. Was wärst du für Zeiten? 1,35,066. Mhm, fährst schneller als ich. 1,36,5. Ich habe auch nur noch 1,36, also jetzt ist es auch wieder vorbei. Ich baue meine Reifen drastisch ab. Dem Ericsson will ich mir wenigstens noch packen wollte. Da lässt er mir keinen Platz und schubst mich einfach weg, der. Ey, nee, Gutierrez und Button. Hat der Sau sagt mir keinen Platz gelassen, ey. Ja, Button, drängel dich vor und fahr nicht, ey. Ja, Platz 14. Der nächste Sauber ist mir wieder reingefahren, tut mir dann die Augen gedreht. Platz 14, Platz 12 verloren, ey. Weil der Honda, der Haas mir keinen Platz gelassen hat. Den Platz hole ich mir zurück. Ah, ich hab DRS. Na, wo sind wir? 16. Na gut, Leute, was soll ich machen? 15. Oh. Einmal 4.200.000. Mann, hab ich eine lange Strafe bekommen. Guckt euch mal diese geile Strafe an von mir. 4,2,9,4,9,6,7,2. Und schlag mich tot. Ja, guck mal, was habt ihr mit dem Spiel gemacht? Geile Strafe. Aber immerhin, von 17 auf 15. Okay, kann man mit leben. Gut, Leute, da würde ich was sagen. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen, auch wenn es zwei Fails da drinne waren. Ja, Tobi hat anscheinend auch gefailt. Ich wurde abgedrängt. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Wir sehen uns im nächsten Rennen, das in China stattfinden wird. Schaut bei Tobi vorbei, lasst dir gerne ein Abo da, einen Daumen. Mir natürlich würde mich freuen, wenn ihr mir auch einen Daumen da lässt, vielleicht sogar ein Abo. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, Leute, an dieser Stelle sage ich auch mal, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Für Verbesserungsvorschläge schreibt mir einen Kommentar. Ich werde diese auch beantworten. Schaut bei Justin vorbei. Lasst auch gerne bei ihm ein Abo da. Einen Daumen nach oben auf jeden Fall. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in China. Tschüss und auf Wiedersehen. Macht es gut. Bye bye.